Hallo. Herr König, welche Produkte, welche Dienstleistungen stellen Ihr Unternehmen auf der Achimar bezüglich Wasserstoff aus? Für sämtliche Bereiche des nachhaltigen Wasserstoffs, zum Beispiel die Produktion mittels Wasserelektrolyse, die Logistik, flüssiger Wasserstoff oder auch für die Nutzung als Grundelement für chemische Verbindungen, stellen wir Produkt- und Systemlösungen aus. Die dienen zum einen zur optimierten Regelung in den verfahrentechnischen Anlagen, als auch dann mit optimalen Betriebskosten, mit Robustheit für eine optimierte Produktion in den entsprechenden Anlagen. Hier ein Beispiel für ein spezialisiertes Ventil für flüssigen Wasserstoff, weil flüssiger Wasserstoff eben hinsichtlich Logistik, Transport zunehmende Bedeutung gewinnt. Und hier haben wir unsere bewährte Produktbaureihe optimiert, dass sie eben auch für den Wasserstoff mehr als hundertprozentig geeignet ist. Okay, sehr schön. Was sehen wir da? Das ist ein riesen Behälter. Gut, das ist eine Systemlösung, die auch für die Wasserstoffproduktion mit eingesetzt werden kann, indem wir Durchflussmessung und Regelventil in einem Produkt, in einem Gehäuse integriert haben und somit verschiedene Funktionen, eine Funktionsintegration vornehmen als verfahrenstechnisches Modul. Und das ist ja jetzt hier ein Aufbau, das ist ein Messestand. In der Praxis kann man da auch etwas besichtigen, beziehungsweise was wären die Projekte, die schon umgesetzt worden sind? Hier gibt es verschiedene Projekte, zum Beispiel für die Wasserstoffproduktion mittels Elektrolyse in Spanien, in Österreich, hier in Deutschland, aber auch im Mittleren Osten, wo mittels der verschiedenen Herstellungsverfahren für grünen Wasserstoff entsprechend dann neue Anlagen entstehen. Hier ist es so, dass wir sämtliche Bereiche beliefern, sowohl für die Wasseraufbereitung, für die Stickstoffregelung, für die Kühlung, aber auch eben dann für die Regelung der Produkte, die erzeugt werden, eben Wasserstoff und Sauerstoff. Und was wünschen Sie sich von der Politik? Eine weitere Förderung in Richtung Technologie. Was kann noch verbessert werden, insbesondere in Richtung bessere Effizienz, stärkere Umsetzung, insbesondere die Anforderung, wenn man schwankende erneuerbare Energien zur Verfügung hat, dass dann eben dass der entsprechende Wasserstofferzeugungsprozess das abbilden kann, diese Schwankungen, und gleichzeitig, dass wirklich, ich darf es einmal salopp formulieren, in die Vollen gegangen wird, denn auch heute haben wir schon häufig elektrischen Strom aus erneuerbaren Quellen, der nicht genutzt wird, der überschüssig zur Verfügung steht. Und da sollte es doch konkrete Elektrolyseprojekte geben, die dann nachhaltigen Wasserstoff erzeugen. Nur dann kann die Energiewende wirklich gelingen. Okay, danke schön. Sehr gerne.